Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch die Neuerscheinungen des Monats März durchgehen. Ich habe mir ja immer so eine schlaue Excel-Liste gemacht, in der ich meine Bücher eintrage, die mich interessieren, nach Erscheinungsmonat sortiert. Wie gut, dass meine Listen Listen haben. Also ich liebe es, Excel-Listen zu erstellen und ich habe wirklich für alles eine Liste. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern es geht wie immer um die Bücher. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem ersten Buch. Das da wäre A Place to Belong von der wundervollen Lily Lucas. Es ist der dritte Band der Cherry Hill Reihe. Und wie immer, oder nicht immer, aber wie sehr oft bei New Adult, kann man die Bände auch unabhängig voneinander lesen. Es geht natürlich wieder um einen Charakter, den wir bereits aus einem der ersten beiden Bänden kennen. Und zwar geht es um Flynn. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil ich den Charakter auch richtig, richtig cool fand. Als die Journalistin Maggie Gardner auf Cherry Hill eintrifft, wird sie von den McCarthy-Schwestern mit offenen Armen empfangen. Sie soll für mehr Publicity für das neue Baumhaushotel sorgen. Flynn, der die gemütlichen Baumhäuser auf der Farm entworfen hat, soll ihr gleich alles zeigen. Obwohl Flynn Journalisten nicht ausstehen kann, beginnt es zwischen ihm und Maggie bald zu knistern. Ehe sie es sich versieht, fühlt sich Maggie auf Cherry Hill wie zu Hause. Wie soll sie Flynn und den McCarthy-Schwestern, die sie ins Herz geschlossen hat, jetzt noch die Wahrheit sagen, warum sie wirklich hergekommen ist? Das nächste Buch, das ich euch vorstellen möchte, erscheint auch am 1. März und ich hatte es tatsächlich bis gestern noch gar nicht auf dem Schirm. Ich habe nämlich gestern als Vorbereitung für den heutigen Drehtag meine Liste nochmal aktualisiert und bin nochmal alles durchgegangen und da ist mir ein Buch ins Auge gesprungen, das ich noch nicht auf meiner Liste hatte, das aber doch sehr, sehr gut klingt, auch wenn es, glaube ich, nicht ganz so mein übliches Beuteschema ist, aber der Klappentext war schon sehr überzeugend und deshalb dachte ich mir, nimmst du es jetzt einfach mal mit ins Video. Das Buch heißt We Will Give You Hell von der lieben Lina Frisch. Ich habe von ihr noch gar nichts gelesen, also ich kann dazu wirklich noch absolut rein gar nichts sagen. Ich lasse mich da überraschen und würde euch jetzt einfach wie immer den Klappentext vorlesen. Es sollte der Sommer ihres Lebens werden. In Schweden wollen die 19-jährige Helea, genannt Hell, und ihre Freunde 4 Wochen lang die urtümlichen Wälder und das malerische Stockholm erkunden. Aber Hell wird aus diesem Urlaub nicht zurückkehren, zumindest nicht als die Frau, die sie zuvor gewesen ist. Denn Hell wird plötzlich von unerklärlichen Fieberschüben heimgesucht. Bei dem Besuch eines einsamen Wikingergrabs trifft die zunehmend verzweifelte Hell auf Astrid, eine mysteriöse Frau, die ihr eine schier unglaubliche Geschichte erzählt. Was Hell bislang als Wutanfälle und zuletzt als Fieber wahrgenommen hat, ist eine uralte Kraft, die das Schicksal der Welt und insbesondere der Frauen in Hells Hände legt. In den dunklen Wäldern Schwedens dringt Hell bis in ihre tiefsten Abgründe vor und lernt schließlich, dass es keinen richtigen Weg gibt, nur den eigenen. Der Autor des nächsten Buches ist in der Bookstagram-Bubble kein Unbekannter. Der liebe Andreas Dutter hat nämlich ein neues Buchbaby auf den Markt gebracht, beziehungsweise bringt es im März auf den Markt. Und ich bin schon total gespannt. Ich habe tatsächlich noch gar nichts von ihm gelesen, habe aber schon sehr, sehr viel Positives gehört und folge ihm auch schon länger auf Instagram. Ich lasse mich da jetzt einfach mal überraschen. Ich gehe davon aus, dass ich mir das Buch tatsächlich holen werde, weil mich der Klappentext sehr, sehr neugierig gemacht hat darauf. Und vor allem, ja, ganz besonders auf die angeteaserten Dates und, ja, wie diese sich entwickeln. Aber ich werde euch einfach den Klappentext vorlesen, dann wisst ihr, welche Dates ich meine, bevor ich jetzt hier was vorweggreife. Der 19-jährige Österreicher Felix Novak ist Sternzeichen Fische und liebt Astrologie. Ganz untypisch für sein schüchternes Fischewesen hat er sich getraut, ein Auslandsstudium in Irland am University College Cork anzutreten. Er ist sofort angetan vom Dark Academia Charme des College. Auch sein Nebenjob bei einem Herrenausstatter beginnt vielversprechend, jedenfalls bis zum Besuch seines ersten Kunden, Owen O'Hickey. Mit dessen abweisender und schroffer Art kommt Felix einfach nicht klar. Hat er etwas zu verbergen? Umso überraschter ist Felix, als Owen einige Tage später über den Weg läuft und er gar nicht so übel ist. Als er von Felix Liebe für Astrologie mitbekommt, macht der Medizinstudent jedoch unmissverständlich klar, dass er davon überhaupt nichts hält. Spontan fordert Felix ihn zu einer Wette heraus. Owen soll verschiedene Sternzeichen daten und Felix wird vorhersagen, wie die Dates laufen. Die Einsätze sind hoch, doch die Wette gilt.
und hält die eine oder andere Überraschung für Owen und Felix bereit. Das Buch erscheint übrigens auch am 1.3. Dann erscheint ein Spin-off zu einer bereits erschienenen Reihe, und zwar von Jay Kristoff. Es ist leider nicht ein weiterer Teil der Aurora-Reihe, da hatte ich ja sehr drauf gehofft. Nein, es ist quasi die Vorgeschichte der Stormdancer-Reihe, die er geschrieben hat. Das Buch heißt Last Stormdancer und spielt 100 Jahre vor der Lotuskrieg-Trilogie. Das gibt's als Info von Thalia. Ich habe die Reihe noch nicht gelesen, daher wird das Buch vermutlich erstmal nicht hier einziehen. Aber ich möchte ja so nach und nach alles von ihm lesen und die Liste ist lang. Ich fange jetzt erstmal den Illumine-Akten an und kämpfe mich durch seine ganzen Werke. Aber ich denke, dass diese Reihe definitiv auch folgen wird. Ich verrate euch natürlich auch jetzt noch, um was es in diesem Spin-off geht. Eine Steampunk-Welt am Rande des Untergangs. Dem Inselreich Shima droht ein ökologischer Kollaps. Einst war es reich an Sagen, reich an Traditionen, doch hat die Lotusgilde unerbittlich die Industrialisierung vorangetrieben. Nun ist der Himmel rot wie Blut, die Erde ist vergiftet und die großen Naturgeister, die in alter Zeit durch die Wildnis Shimas streiften, sind verschwunden. Das nächste Buch ist auch wieder ein Buch, das eigentlich gar nicht in mein Beuteschema passt, weil es ein Thriller ist. Aber ich mag die Autorin sehr, sehr gerne und deshalb habe ich es auf die Liste gepackt. Es ist nämlich das neue Buch von Bianca Iosivoni, die wir ja eigentlich aus dem New Adult und, ich sag mal, Romantasy-Bereich, da würde ich die Midnight Chronicles einsortieren, kennen. Ich mag Biancas Schreibstil sehr, sehr gerne und deshalb lasse ich mich, denke ich, auch auf dieses Experiment-Thriller ein. Bin gespannt, was uns erwartet. Ich kann es jetzt so echt noch gar nicht einschätzen, weil ich ungefähr eine Vorstellung davon habe, wie sie in New Adult agiert und interagiert, aber noch gar kein Bild im Kopf habe, wie sie sich gedanklich bei einem Thriller verhält. San Francisco. Die junge, ehrgeizige Journalistin Robin ist geschockt, als die Polizei bei ihr auftaucht. Ihr Ex-Freund Julian wurde als vermisst gemeldet. Mit einem Schlag stürzt die Vergangenheit auf sie ein und alles ist wieder da. Die Sehnsucht, der Schmerz und die Enttäuschung. Dabei möchte Robin nichts mehr als zu vergessen. Zutiefst beunruhigt fragt sie sich, was Julian zugestoßen sein könnte und findet Zuflucht bei ihrem besten Freund Cooper. Doch das, was sie für Cooper empfindet, geht längst über eine Freundschaft hinaus. Als er unter Verdacht gerät, mit Julians Verschwinden zu tun zu haben, weiß Robin nicht mehr, was sie noch glauben oder fühlen soll. Vor allem, wem sie noch vertrauen kann. Vielleicht nicht einmal mehr sich selbst. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und erscheint am 8. März. Der nächste Name ist für mich immer ein kleiner Zungenbrecher. Gabriela Santos de Lima heißt die Gute. Und es ist echt sehr, sehr schwer für mich, diesen Namen langfristig zu behalten. Ich weiß nicht warum, ich kann es mir einfach nicht merken. Ich muss es jedes Mal gefühlt ablesen. Ich weiß es nicht. Aber darum soll es nicht gehen, sondern um ihr neuestes Buch, Baby. Es ist der Reihenauftakt ihrer neuen Reihe, die bei Löwe Intens erscheint und das am 8. März. Das Cover ist auch mal wieder ein Träumchen. Also ich sag's euch, die Coverdesignerin oder der Coverdesigner bei Löwe Intens und ich, wir haben eine Connection. Ich habe noch kein einziges Cover gesehen, das mir bei Löwe Intens nicht zu 100% gefallen hat. Es gibt ja immer Cover, wo du sagst, oh, das hätte ich vielleicht anders gemacht und das hätte mir besser gefallen und bitte kein Gesicht drauf. Aber bei Löwe Intens ist mir das tatsächlich noch nicht passiert. So, das wollte ich nur mal anmerken. Jetzt gibt's den Klappentext für euch. Vielleicht musste Liebe nicht brandneu und besonders sein. Vielleicht musste sie einfach nur echt sein. True words. Berlin, 2 Jahre zuvor. Bei einem Schreibworkshop lernt Lucy Gregor kennen, der sich mit jedem seiner Worte in ihr Herz schreibt, bis sie nach dem Sommer kein einziges Wort mehr von ihm hört. Köln, jetzt. Plötzlich steht Gregor wieder vor ihr. Als wäre es nicht schon schlimm genug, dass er für seinen Master nach Köln gezogen ist, muss Lucy sich ausgerechnet mit ihm die Moderation des Hochschulpodcasts teilen. Mit ihm und seinen Worten voller Erinnerungen, mit Herzklopfen und Bauchkribbeln und dazwischen die große Frage, wieso ist Gregor wirklich zurückgekommen? Ebenfalls am 8. März erscheint der 3. und finale Band einer Reihe, die ich ganz, 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 ganz dringend lesen möchte. Und wenn ich es nicht bald mache, steigt die liebe Ivy mir aufs Dach.
Ich hatte Band 1 auch schon gekauft und derjenige, der mir bei Instagram folgt, weiß auch, dass ich das Buch leider zurückschicken musste. Ich hatte es nämlich gebraucht gekauft und der Buchrücken beim Hardcover war gebrochen. Also keine Ahnung, ich hatte den Zustand sehr gut, wie immer, ausgewählt und das war halt einfach nicht sehr gut und ich bin da echt pingelig. Ich gebe ja extra mehr Geld aus, dann möchte ich auch bitte den Zustand, den ich bestellt habe. Bitte, danke. Aber ich schweife schon wieder ab. Ich spreche natürlich von Prison Healer. Da erscheint jetzt der dritte Band der Reihe. Und das heißt, wenn ich jetzt demnächst anfangen würde, könnte ich die ganze Reihe in einem Rutsch lesen. Mir wurde nämlich gesagt, dass die Reihe mit sehr, sehr bösen Cliffhangern endet und dass man danach das Buch am liebsten gegen die Wand feuern würde. Vielleicht ist das auch geschehen und deshalb war der Buchrücken gebrochen bei der Vorbesitzerin oder dem Vorbesitzer. Das ist zumindest meine Theorie. Ja, ich lese euch jetzt natürlich nicht den Klappentext zum finalen Band vor, das würde zu viel spoilern, sondern jetzt gibt's den von Band 1. Seit ihrer Kindheit lebt die 17-jährige Kiva in Zalindo, dem brutalsten Gefängnis von Vanderall. Als Heilerin kümmert sie sich um alle Insassen. Doch um die Rebellenkönigin zu retten, muss Kiva nicht nur herausfinden, woran Tilda erkrankt ist, sondern sich auch an ihrer Stelle dem Elementarurteil unterziehen. 4 Prüfungen, die Tildas Schuld oder Unschuld beweisen sollen. Besteht Kiva, sind beide frei. Sollte sie scheitern, wird nicht nur die Rebellenkönigin sterben. Dann erscheint jetzt im März endlich der zweite Band der Because It's True-Reihe, beziehungsweise eigentlich ist es ja die Zusammenfassung oder die Zusammenlegung von Band 3 und 4. Diesmal wird eine Geschichte von Anja Oma und von Nicola Hotel im Buch drin sein und Band 1 hat mich ja eigentlich schon begeistert. Der Verlag hat für diese Kurzgeschichten eine Vorgabe gemacht. Und zwar sollten die Autorinnen Kelly Moran, Anja Oma, Nicola Hotel und Kira Mohn eine Kurzgeschichte dazu schreiben, zu dem Thema Erzähl mir eine Wahrheit, eine Lüge und etwas, von dem du dir wünschst, dass es wahr wäre. Ja, Band 1 und 2 wurden schon veröffentlicht. Jetzt kommen Band 3 und 4, die man entweder als E-Book einzeln kaufen kann oder als Printexemplar, in dem beide Geschichten abgedruckt sind. Die Geschichte von Anja Oma heißt 1000 Gefühle und die von Nicola Hotel nur ein einziger Kuss. Wir starten jetzt natürlich mit dem ersten Klappentext. Für Aminata wird ein Traum wahr. Sie veröffentlicht seit Jahren Bücher in Eigenregie, wollte aber immer bei einem großen Verlag erscheinen. Nun liegt ihr nicht nur ein Verlagsangebot vor, sondern gleich zwei. Und das alles wegen eines Videos. Eines Videos über ihre neueste Geschichte, das viral gegangen ist. Doch dann bekommt sie eine Nachricht, die ihren Traum platzen lassen könnte wie eine Seifenblase. Aminata soll das Video löschen. Sie hat dafür ohne Erlaubnis Bilder von einem Mann namens Alex benutzt. Und Alex ist alles andere als amüsiert darüber, dass er neuerdings bei der Arbeit auf sein vermeintliches Doppelleben als Held eines Fantasy-Liebesromans angesprochen wird. Nur kann Aminata das Video nicht löschen. Nicht ohne ihren Traum zu gefährden, also heckt sie einen Plan aus. Und der zweite Klappentext lautet: Ein Jahr. Ein ganzes Jahr war Harper von ihrem Freund getrennt, weil Sam zum Studieren nach Paris gegangen ist. Jetzt ist er endlich wieder zu Hause und alles ist irgendwie seltsam. Früher hat sich ihre Beziehung so natürlich und leicht angefühlt. Jetzt hingegen gehen sie sich vorsichtig, zögernd und steif miteinander um. Liegt es nur an der langen Trennung oder an dem Geheimnis, das Harper mit sich herumträgt? Sie kann sich nicht entscheiden, ob sie sich Sam anvertrauen soll. Und dann schlägt einer ihrer Freunde ein Spiel vor. Ein Spiel, in dem es um nichts anderes als Wahrheiten und Lügen geht. 2 Tage später kommt der 4. Band der Grave-Reihe von Tracy Wolf raus. Ich weiß nicht, ob die Reihe wirklich Grave-Reihe heißt. Aber der 1. Band heißt Grave. Und jetzt kommt der 4. Band, der da heißt Court. Ich habe bisher nur Band 1 gelesen. Und bin mir da auch noch unschlüssig, ob ich die restlichen Bücher noch lesen möchte, weil jeder sagt, der 2. ist eher so meh. Und ich habe eigentlich keine Lust, ein Buch zu lesen, von dem ich mich nicht so überzeugen kann. Aber vielleicht werde ich dem Hörbuch mal eine Chance geben. Nichtsdestotrotz kommt jetzt der 4. Band. Sehr, sehr viele von euch lieben die Reihe und deshalb stelle ich euch das Buch gerne auch hier im Video vor, lese euch aber natürlich den Klappentext zum 1. Band vor.
Nach dem Unfalltod ihrer Eltern verschlägt es Grace buchstäblich ins kalte Exil, die Wildnis von Alaska, wo ihr Onkel ein Internat leitet, in dem es nicht mit rechten Dingen zugeht. Und die Schüler sind nicht weniger mysteriös, allen voran Jackson Vega, zu dem Grace sich auf unerklärliche Weise hingezogen fühlt, trotz aller Warnungen, dass sie in seiner Nähe nicht sicher ist. Doch Jackson hat seinen Ruf nicht umsonst. Je näher sie und der unwiderstehliche Bad Boy einander kommen, desto größer wird die Gefahr für Grace. Offensichtlich hat jemand es auf sie abgesehen. Nach über 5 Jahren wird jetzt im März auch ein Buch erscheinen, das eine sehr, sehr beliebte Reihe im New Adult-Bereich fortsetzt. Und zwar hat die liebe Laura Kneidl eine Fortsetzung zu ihrer Berühre mich nicht-Reihe geschrieben. Lieben wir! Und schaut euch mal bitte das Cover an. Es sieht aus wie das von Berühre mich nicht, aber es ist einfach lila. Damit hat man ja schon sehr, sehr viele Punkte bei mir gewonnen. Es geht auch um einen Charakter, den wir bereits aus den ersten beiden Bänden kennen und den wir auch fast alle lieben, hoffe ich doch mal. Ich zumindest habe sie sehr gemocht und deshalb freue ich mich auch schon sehr darüber, ihre Geschichte zu lesen. Es geht nämlich um April. Sich zu verlieben ist Aprils größter Wunsch. Sie sehnt sich nach jemandem, der ihr Herz zum Flattern und ihren Bauch zum Kribbeln bringt. Der einzige Mann, der sie all das jemals hat fühlen lassen, ist Gavin Forster. Während er vor 5 Jahren noch ein wichtiger Teil ihres Lebens war, ist heute von ihrer Freundschaft nur noch Wut und Schmerz übrig. Eigentlich hätte April ihn längst vergessen sollen, aber das ist leichter gesagt als getan. Schließlich ist Gavin immer noch der beste Freund ihres Bruders. Doch als Gavins Vergangenheit droht, ihn einzuholen, kann April nicht anders, als ihm zu helfen, auch wenn sie weiß, dass sie ihr Herz dadurch erneut in Gefahr bringt. Am 24. März kommen einige Bücher auf den Markt, die mich interessieren oder die mich interessieren würden, die sehr interessant klingen. Zum einen ist das nämlich Fallen Kingdom von Dana Müller-Braun. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Es klingt nämlich sehr spannend. Dana konnte mich von ihrem Schreibstil schon bei diversen anderen Projekten überzeugen. Von daher bin ich auch der Meinung, dass mir dieses Buch auch sehr, sehr gut gefallen wird. Vor allem, wenn ihr euch jetzt auch mal den Klappentext zu Gemüte führt. Der ist einfach nur maximal neugierig machend, ich sag's euch. 8 Reiche, 7 Todsünden und nur eine Wahrheit. In Jaraskai herrschen seit jeher die Fürsten der 7 Todsünden. Nur ein Fürstentum, das Reich der Wahrheit, wurde geschaffen, um ihre Macht einzudämmen. Als dieses angegriffen wird, ist es Naviens Pflicht, ihre jüngere Schwester zu schützen. Denn als Hero von dämonischem Blut muss sie ihr Leben für das der Thronerben geben. Ohne zu wissen, welcher der Fürsten den Putsch geplant hat, gibt sie sich als Prinzessin aus und verhilft so ihrer Schwester zur Flucht. Doch ausgerechnet einer der Fürsten bringt nicht nur Naviens Herz, sondern auch ihre Pläne aus dem Takt, denn der hochmütige Liren scheint ihre wahre Identität zu kennen. Am gleichen Tag erscheint auch noch der 2. Band von Air Awoken, beziehungsweise heißt er Firefallen. Der Band geht, wie der Name schon sagt, um die Feuermagie. Der erste war ja, wie Air Awoken schon sagt, Luftmagie. Also die Cover sind auch genau auf diese Elemente abgestimmt und es ist einfach wunderschön. Air Awoken war für mich auch schon, ich glaube, ein 4,5-Sterne-Buch. Deshalb bin ich sehr gespannt, was die Autorin jetzt als Fortsetzung geplant hat. Ich bin allgemein ein großer Fan von so Büchern, die um elementare Magie sich drehen. Also da könnte ich echt im Monat jedes Buch davon lesen, weil man aus diesen Elementen so viel machen kann. Ich meine, man kann das Rad allgemein nicht neu erfinden, aber ich finde so Elementarmagie, da kannst du wirklich in alle Richtungen was erfinden, was schreiben und es ist immer irgendwo wieder was Neues. Valla ist nun Eigentum des Reiches. Gemeinsam mit der Armee marschiert sie gegen Norden. Kaiser Solaris verspricht sich von ihrer Windmagie den Sieg über die Rebellen. Der Senat will ihren Tod und auf Valla wartet der Kampf ihres Lebens. Kann sie ihre Menschlichkeit bewahren oder wird sie doch zu dem Monster, das der Kaiser in ihr sieht? Verschüttete Wahrheiten kommen ans Licht, die alte Loyalitäten auf eine harte Probe stellen und Vallas Liebe zu Altric noch unmöglicher machen. Und das 3. Buch, das an diesem Tag erscheint, ist Moonlight Sword. Oder Sword, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, von Asuka Lionera. Das ist für mich einfach immer ein Zungenbrecher. Ich habe den Namen schon 500.000 Mal gelesen und trotzdem muss ich jedes Mal wieder genau schauen, wie es geschrieben wird und wie man es ausspricht. Das ist echt schlimm. Manchmal zweifle ich wirklich an meinem Hirn. Es ist so, Leute, ey.
Von dem Buch habe ich tatsächlich bis gestern auch noch nichts gehört, aber seit ich davon gehört habe, sehe ich es überall auf Bookstagram. Ich weiß nicht, ob das einfach nur ist, weil mein Handy ausspioniert wird oder weil es jetzt wirklich kurz vor Release steht und die Marketing-Trommel nochmal ordentlich gerührt wurde. Auf jeden Fall wird es mir jetzt überall angezeigt und ich konnte leider nicht anders, als es auf meine Wunschliste zu packen. Die Söldnerin Delmira nimmt nahezu jeden Auftrag an, selbst den des Heilers Gareth, für den sie das sagenumwobene Schwert Kalikram aus dem Stein befreien soll. Als es ihr tatsächlich gelingt, geht sie nicht nur einen gefährlichen Handel mit einer Hexe ein, sondern vernimmt auch eine längst in Vergessenheit geratene Stimme, der sie sich nicht entziehen kann. Varians Geist fristet sein Dasein seit Jahrhunderten in der Klinge des magischen Schwerts, darin gebannt durch einen grausamen Fluch, bis sanfte Hände ihn plötzlich zurück ins Licht führen. Ein Licht, mit dem er niemals mehr gerechnet hätte. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und auch so ein bisschen nach Merlin und Co. Also das könnte mir, glaube ich, sehr, sehr gut gefallen. Das nächste Buch habe ich lustigerweise gerade vor ein paar Tagen bestellt. Ich hatte das absolut nicht auf dem Schirm. Aber die liebe Marin und die liebe Ivy haben so davon geschwärmt. Und plötzlich hat mich dann die Ivy angerufen und hat gesagt: Du, pass auf, ich bestell bei der Bücherbüchse. Guck mal bitte rein. Vielleicht willst du ja mitbestellen. Weil wir haben versucht, über 100 Euro zu kommen. Weil die Bücherbüchse ja momentan so enorm die Preise angezogen hat. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe sie gefragt, was sie sich bestellt. Und sie nannte mir dieses Buch. Und da ich wusste, dass Maren da letztens auch so von geschwärmt hat, habe ich gesagt, bestell's mir einfach mit. Ich spreche nämlich von Der verwunschene Fluss. Und wer aufgepasst hat, weiß, dass das englische Original oder amerikanische Original, ich weiß nicht genau, wo sie herkam, sehr, sehr gehypt wurde, gerade auf TikTok und Co. Und deshalb, ja, ist der Hype nach Deutschland rüber geschwappt. Jetzt wurde es übersetzt und die ganze Buchbubble ist total on fire für dieses Buch. Aber es klingt auch wirklich sehr, sehr gut. Jack Tamerlane hat seit 10 Jahren keinen Fuß mehr auf die Insel Cadence gesetzt. Währenddessen studierte er an der Universität auf dem Festland Musik. Doch als plötzlich mehrere junge Mädchen von der Insel verschwinden, wird Jack nach Hause gerufen, um bei der Suche nach den Vermissten zu helfen. Cadence ist eine verzauberte Insel. Der Wind flüstert geheimnisvoll, Tatens können so stark wie Rüstungen sein und kleinste Schnitt. Und der kleinste Schnitt eines Messers löst bisweilen unergründliche Angst aus. Die launischen Geister, die die Insel mit Feuer, Wasser, Erde und Wind regieren, treiben ihren Schabernack mit den Menschen, die die Insel ihr Zuhause nennen. Adera, die Erbin des Ostens und Jacks Feindin aus Kindertagen, weiß, dass die Geister nur auf Musik eines Barden reagieren. Und sie hofft, dass Jack sie mit seinem Gesang anlocken kann, damit sie die verschwundenen Mädchen zurückbringen. Als Jack und Adera sich widerwillig zusammenraufen, müssen sie feststellen, dass sie bessere Verbündete als Rivalen sind und dass ihre unfreiwillige Partnerschaft noch viel tiefer geht. Doch mit jedem weiteren Lied wird deutlich, dass der Zwist mit den Geistern unheimlicher ist, als sie zunächst erwartet hatten und ein älteres, dunkleres Geheimnis über Cadence lauert, das sie alle zu vernichten sucht. Auch wieder Elementarmagie, die in eine völlig andere Richtung geht, wie in den Büchern sonst. Lieben wir. Dann erscheint nächsten Monat ein weiteres Buch, das quasi ein Spin-off zu einer Hauptreihe ist, und zwar ein Spin-off zur Elfenkrone-Reihe. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Ich habe ja bisher nur den ersten Band gelesen, habe es aber vor, die anderen beiden, die schon hier stehen, auch zu lesen. Dann gab es ja schon mal ein Spin-off zum König und jetzt gibt es ein Spin-off zu Oak Greenbrier, dem 17-jährigen Bruder von Jude. Da bin ich sehr gespannt. Dieser ist nämlich ein enigmatischer und widerstrebender Thronfolger. Schon als Kind stand er im Mittelpunkt eines brutalen Machtkampfs um den Thron und kennt die Höhen und Tiefen seiner Position. Als er gemeinsam mit Zurin, der wilden und unberechenbaren Königin des Hofes der Zähne, auf eine Quest geht, verbergen beide ihre wahren Motive voreinander. Denn ihr Bündnis ist fragil und auf den anderen zu vertrauen, könnte ein ganzes Reich aufs Spiel setzen. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Das nächste Buch habe ich auch schon länger vorbestellt, weil mich der Klappentext so angesprochen hat und ich finde auch das Cover ist richtig, richtig schön. Game Show heißt das Ganze und wird am 29. März im Hause Fischer erscheinen. Als die 17-jährige Cass in die niedrigste Klasse der Gesellschaft verstoßen wird, weiß sie, dass nur einen Weg gibt, dieser Hölle zu entkommen. Sie muss es in die nächste Game Show schaffen. Wer an der Game Show teilnimmt, kann ein Ticket nach ganz oben gewinnen oder bezahlt die Chance mit dem Leben. Cass bekommt unerwartet Hilfe von Jax, dem
dem besten Gamer in der Arena. Die beiden werden Verbündete im großen Spiel um ihr eigenes Leben und gesellschaftlichen Aufstieg. Doch ihr Deal und auch ihre Gefühle füreinander beruhen auf einer Lüge, die alles, was sie sich gemeinsam erkämpft haben, zum Einsturz bringen könnte. Kommen wir last but not least zum letzten Buch, das ich hier auf meiner Liste habe. Es erscheint auch am letzten Märztag und heißt Bis zum hellsten Mond von der lieben Brittany C. Cherry. Es ist der vierte Band der Kompass-Reihe und vermutlich auch mindestens genauso emotional und herzzerreißend wie Band 1 bis 3. Ich habe bereits Band 1 gelesen, aber ich kenne genug Leute, die auch 2 und 3 gelesen haben und gesagt haben, es geht genauso emotional weiter. Daher würde ich jetzt mich mal ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass Band 4 auch sehr emotional wird. Der Klappentext lässt es zumindest vermuten, denn da heißt es: Als Aiden Walters mir nach 5 Jahren wieder gegenüberstand, konnte ich es kaum glauben. Einst war er mein gewesen, mein bester Freund, meine große Liebe, doch inzwischen lag dem Oscar-Preisträger die ganze Welt zu Füßen und wir sprachen kein Wort mehr miteinander. Ich wollte ihn in die Arme schließen, ihn festhalten und ihm sagen, wie sehr ich ihn vermisste, aber ein Blick in seine ozeanblauen Augen reichte, um zu wissen, dass ich ihm damals unwiderruflich das Herz gebrochen hatte und wir nie wieder zusammen sein würden. Doch ich sah darin auch den Jungen, den ich einst geliebt hatte und den es plötzlich mehr denn je vor der Welt zu beschützen galt. Es klingt einfach so, so schön und das Buch muss definitiv hier einziehen, beziehungsweise die anderen Bände müssen auch unbedingt hier einziehen. Ich brauche mal wieder so richtig schönen Herzschmerz. Ihr Lieben, das waren alle meine Neuerscheinungen für den März 2023. Ich packe sie euch wie immer in die Infobox. Ihr kennt das ganze Prozedere ja schon. Ich würde sagen, das Video ist jetzt lang genug geworden. Ich verabschiede mich von euch, wünsche euch noch einen wundervollen Tag und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!